Ich glaube, hier habe ich zu viel aufgeschüttet. Kann das sein? Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge Minecraft Feed the Beast. Im Multiplayer, was ich im Augenblick leider noch alleine spielen muss, weil sich noch keiner gefunden hat, der mich spielen will. Wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, immer mit her mit den Angeboten. Ich würde mich freuen. So, da haben wir Eisen. Und Eisen wieder hoch. Und jetzt haben wir genug Eisen, um erstmal hier so ein bisschen von dem schwarzen, von dem Basaltpflasterstein zu holen. Ja, und später haben wir dann hier auch schon mal so ein bisschen Lava. Falls wir sie denn brauchen. Und da hinten sehe ich auch schon den Vulkan. Oh, hier unten. Schon mal so ein bisschen was wir bedenkenlos abbauen können. So, jetzt haben wir hier eine schöne Fläche, die wir abbauen können. Und da kann dann auch schon wieder das Gras nachwachsen. So, dann haben wir doch hier unten die Lava weg. Ich habe übrigens nicht wirklich die Zeit gefunden,
um rauszufinden, wie man hier die Map exportiert. Von daher kann ich euch leider noch nicht sagen, ja, ob oder wie ihr die sehen könnt. Es gibt eine Map. Vielleicht kennt sich ja jemand mit aus. Also die Mod Dune Map ist installiert. Und während der Server läuft, wird das ja auch angezeigt. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, dass ständig der Server läuft, sondern der soll ja nur laufen, wenn ich hier auch wirklich am Aufnehmen bin. Und von daher, ja, wie gesagt, wenn sich da jemand mit auskennt, kann er auch gerne Kontakt mit mir aufnehmen, um mir das zu erklären bzw. mir dabei zu helfen. Wäre super. Es ist schon wieder so dunkel, dass man nichts sieht hier. Und wir haben immer noch keine Fackeln gebaut. Fällt mir mal gerade so auf. Irgendwie habe ich das wieder verpennt. Ja, gut, dann soll das jetzt erstmal reichen. Dann gehen wir erstmal wieder zum Lager zurück. Hier ist wieder mal so ein bisschen Treibsand. So, aber die Dunkelheit, die wollen wir natürlich im Bett verbringen. Macht ja durchaus Sinn. Denn am Tage sehen wir mehr. So, wo brauchten wir das? Da hinten brauchten wir das. Zum einen und zum anderen auf dem Weg zur Höhle. Wie gesagt, interessant ist natürlich auch der unterirdische Weg zur Höhle dann. Ja, und hier in der Mitte kommt dann Obsidian rein. Das nehmen wir mal weg. Und da haben wir dann eben das Portal, durch das wir durchlaufen können.
Jetzt habe ich noch einen Schluck auf. Ja, wenn meine Stimme sich so ein bisschen komisch anhört, dann liegt das ganz einfach daran, dass ich erkältet bin bis zum geht nicht mehr. Aber Erkältung ist ja nur nichts Schlimmes. Wie gesagt, ich höre mich vielleicht dadurch ein bisschen komisch an. So, und hier sind wir wieder in der Wildnis. Ich glaube, für den anderen Weg reicht das noch nicht mal mehr. So. Habe ich Erde dabei? Jo, habe ich. Dann können wir auch von oben machen. Durch einfacher. Dahin und bis dahin. Und das geht bis dahin. So, Kies habe ich nicht dabei, Sand habe ich nicht dabei. Den holen wir jetzt aber noch eben. Weil wenn ich das schon mache, dann mache ich es auch gleich so weit, wie ich Material habe. Was mir im Augenblick so ein bisschen dafür fehlt, ist halt die Dings, sag schon, ja, die Erde. Nur Blöcke, die unten Sand sind, mache ich mit Sand und Blöcke, die unten Erde sind, die werden auch mit Erde oben gebaut. Das passt.
So. Da haben wir mal wieder welchen. Na komm raus da. Direkt noch welchen finden. Das sieht gut aus. Das ist alles Sand, okay. Ups, nicht wieder rein. Zack, Stück vor und hier runter. Tintenfisch, lass mich doch mal zufrieden. Was willst du von mir? Sei froh, dass ich im Augenblick nichts von dir will. So, ich denke mal, jetzt sollten wir erstmal hier vorne weitermachen. Also Ton haben wir ja schon mal ein bisschen was gefunden. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht, aber... Ich glaube, hier habe ich zu viel aufgeschüttet. Kann das sein? Ja.
So. Damit haben wir doch schon mal richtig viel Sand verbraten. Wobei wir brauchen natürlich auch noch, ups, auch noch Sand, um Glas herzustellen. Und das wird einiges sein, was wir da brauchen. So, aber da man nichts mehr sehen kann, so wirklich. Na toll, genau das meine ich. Gehen wir jetzt erstmal wieder hier hoch. Und gehen eine Runde schlafen. Nein, das ist Marmor. Was macht Marmor hier? Brauchen wir doch gar nicht mehr. Gut, was wir brauchen könnten, wären diese roten Steine. Aber wir müssen ja irgendwann das Dach von dem Haus noch fertig machen. Das ist Blei. Wir brauchen Kies und wir brauchen Sand. Erstmal machen wir mal diese. So. Zwei Kies haben wir da dabei. Das ist definitiv zu wenig. Die jetzt alle weggebracht? Och nö, ne? So, das lassen wir mal hier. Nicht, dass ich die jetzt auch gleich wieder verbrate. So, dann kommt das dahin. Kies kommt hier hin. Das kommt schon mal dahin und dann brauchen wir Kies. Das erstmal weg. So, dann kommen wir mal wieder ein paar Dinger Holzkohle machen. Jetzt fehlt mir natürlich gerade ein. Dass ich ja noch. Aber die kann ich hier in der Tasche basteln. Nein, falsche da. So. Ja, wie gesagt, es ist Nacht. Wir gehen erstmal wieder eine Runde schlafen. Und damit ist auch wieder diese Folge zu Ende. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.